Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Doom 2016. Nachdem wir uns beim letzten Mal etwas doof angestellt haben, sind wir jetzt wieder hier und wir haben eine Artefakt gefunden. Okay, ich dachte, das wäre eine Runen-Herausforderung, aber das wäre auch zu einfach Verzweiflung gewesen. Verzweiflung ging von ihm aus wie eine Krankheit, versetzte die Schattenwesen in Angst und trieb sie in immer tiefere und dunklere Löcher. Aber von den Tiefen des Abgrundes erhob sich der Große. Ein Kämpfer, der mächtiger war als alle vor ihm. Ein Titan von unermesslicher Macht und Wildheit. Er begab sich auf den Weg, um dem Schicksalsschlechter entgegenzutreten, ihn zum Kampf zu fordern. Der Titan kämpfte mit der Wut der zahllosen Opfer des Schicksalsschlechters. Und doch fiel er. Und im Schatten seiner Niederlage wurde die Horde in die Flucht geschlagen. Ja, episch. Wir sind der Schicksalsschlechter. Bleibt der Text jetzt da stehen, oder was? Okay. So geht der Text weg. Es war klar. Dann hauen wir sie mal alle mit dem Berserk nochmal zusammen hier. Genau. Das nennt man heutzutage auch bei Doom den Arsch aufreißen. Bis man keine Orientierung mehr hat. Das wäre nicht nötig gewesen. Mhm. Haben wir da? Egal, Hauptsache, die ist weg. Ah, zu wenig Muni. Gut, dass ich das gerade noch gesehen habe. Bam, tschüss. Ja, ich weiß. Und Vamps, weg mit dir, du blöder Summoner. Wohoho! Okay. Ich hoffe mal, der wartet nicht dort. Ich glaube, da wäre ich nie wieder rausgekommen. Ohne BFG. Meine Güte. Okay, merkt euch, wenn ihr vor jemandem weglauft, lauft nicht in eine... Aber ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass es ein Dead End ist. Naja, egal. Wir haben den Schlüssel nun endlich. Ich glaube, allzu lang weilt das Level auch gar nicht mehr. Hätte ich das gewusst, hätte ich das vielleicht doch noch in einen anderen Part gepackt. Aber das ist immer so undurchsichtig und ich habe mir jetzt vorgenommen, wir machen halt... Ich versuche 20 Minuten Part zu machen. Das ist gesünder. Ja, hier ist das Level dann auch schon vorbei. Wir beenden das Reich des Titanen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. In die Totenstadt. Ich lese mal da unten den Text. Du hast dich durch die Hölle gekämpft und den Titankern gefunden. Ein Portal, das dich einen Schritt näher an den Schmelztiegel und den endgültigen Sieg über die Mächte der Hölle bringt. Du musst die Wächter des Schmelztiegels vernichten und dir holen, was dir gehört. Wächter. Der Schmelztiegel. In der Totenstadt. Oder ist es die tote Stadt? Nein. Okay. Neues Objective. Immer noch. Beschaffe den Schmelztiegel. Wir gucken nochmal gerade ganz kurz. Da haben wir nichts Neues. Ist klar. Dort haben wir 2 Punkte. Das ist auch noch zu wenig. Und Waffenpunkte haben wir 4. Da haben wir doch gar nichts drauf gesetzt. Ganz ehrlich, ich benutze die Pistole eigentlich auch nie. Also nie. Wirklich nie. 3 Stück.
Das hier klingt gut. Na gut, dann weiter geht's. Okay. Da unten geht's hin. Aber gut, dass wir uns umgucken. Ja, sehr gut, dass wir uns umgucken, aber wir sind eh voll. Damit haben wir auch die Kettensäge voll. Also Muni gibt's hier genug. Das heißt aber auch, dass es voraussichtlich, ja, etwas heißer hergehen wird. Okay, wir müssen also auf jeden Fall hier unten in den Teleporter. Cyber-Mankobus. Und weg mit dir. Aua. Boah. Ja, das war irgendwo zu erwarten. Also manchmal sind sie doch schneller wieder aus ihrem Stunt-Mode raus, als es mir lieb wäre. Da kommt auch noch was. Okay. Mit denen tue ich noch nichts. Aber ich würde mal schätzen, auch das wird sich gleich ändern. Hier haben wir nochmal eine Argent-Zelle. Mit Höllenenergie. Die nehmen wir mit. Und ich würde sagen, wir gehen auf Rüstung. Das ist jetzt nochmal so ein schöner Text. Zwischen den Welten und in der Zeit wütete, stieß der Hellwalker auf den Armseligen, der ungenannt bleibt. In seiner Ketzerei aber an seinem bösen Ziegel festhielt. Er gab dem Schicksalsschlechter eine mächtige Rüstung aus den Feuern der Hölle. Undurchdringlich und unüberwindbar. Mit Schwert und Schild von vollkommener Härte machte sich der Schlechter daran, all jene zu vertreiben, die noch nicht durch seine raumlose Wildheit gebrochen waren. Alles klar. Wir drücken. Okay, es ist noch nicht weg. Ach, da oben geht's weiter. War irgendwie... ein bisschen vorhersehbar. Dass es hier mit Sicherheit nicht einfach so fertig wird. Naja. Ja, komm mal her. Und bam. Ja, dann gehen wir mal weiter. Auch nicht gut. Ein Speicherpunkt.
das sehe ich jetzt mal als was Gutes an. War da oben nicht noch, ja, Kettensägen. Achso, wir sind eh wieder voll. Ja, Mausempfindlichkeit habe ich auf jeden Fall verstellt gehabt irgendwo. Ja, kommt mal alle her, ist okay. Okay. Und da sind wir voll. Sehr viel mehr hier im Raum gibt's nicht. Also Schalter umlegen und beste hoffen. Natürlich. Und tschüss. Okay. Und tschüss. Den haben wir jetzt. Okay, wir haben genau die, die ich wollte. Okay, wir haben's. Einen Waffenpunkt haben wir auch wieder erhalten, aber jetzt müssen wir erstmal Lebensenergie auffüllen. Meine Güte, da wollen wir als nächstes hin. Dafür müssen wir erstmal da hinten in die Richtung. Kartenaktualisierung, auch schön. Und gelber Schlüssel. Und dieser eröffnet uns den Weg ins nächste Territorium. Oder zurück zu einem, wo wir schon mal waren. Okay. Ich glaube, genau, wir müssen die hier einsetzen. Und lass mich raten, da wird mit Sicherheit jedes Mal auch irgendwas Tolles passieren. Okay, was ist das? Okay. Und wir müssen wieder hier hin. Nein, wir sind woanders. Na gut. Das könnte jetzt eine... Ja, das sieht auch genau aus wie die eine Map, die ich gerade von Doom im Kopf habe. Von Doom 2, um genau zu sein. Das haben wir auch weg. Ja, wir machen das, wie gesagt, so auf die beste Art und Weise, wie wir es nur können. Wir haben da unten noch ein Quad Damage, das könnten wir uns auch holen. Und das machen wir auch jetzt mal. Weil jetzt wird's ganz crazy hier. So, wir haben die nicht mehr.
Okay. So, kommt jetzt noch was oder war's das jetzt? Das war's. Ah, mein Gott. Was eine aufregende Map. So, sorry. Da bin ich wieder. Okay. Genau, wir machen erstmal wieder Ammunition voll. Soweit es denn halt geht. Auch das hier. Okay, wir haben schon den blauen Schlüssel. Und dort unten müssen wir hin. Okay, also da scheint sonst auch nichts mehr zu sein. Ja, sieht gut aus. Dann setzen wir mal das blaue Schlüsselchen an. Und wir haben einen Speicherpunkt erreicht. Wunderbar. Ah, das setzt da oben was in Gang. Das war so klar. So. Ich wusste doch, dass hier nochmal Pinkies kommen. Tschüss. Natürlich ist da noch einer. Okay, aber den hatten wir auch schon gut mit erwischt. Boah. Manchmal ist dieses Spiel so scheiße. Aber okay, das haben wir auch geschafft. Und wir haben einen Speicherpunkt erreicht. Das heißt, eigentlich, wir sind noch nicht ganz bei 20 Minuten, aber wir hätten hier den perfekten Punkt, um das Level zu beenden. Und daher würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video und auch die anderen Doom Parts bisher gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wenn ihr bisher die anderen Folgen nicht gesehen habt, dann schaut gerne mal in die Playlist auf dem Kanal. Die ist verlinkt, direkt wenn ihr auf die Kanal-Startseite kommt. Bei den aktuellen Projekten. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder bei Doom. Bis dahin. Tschüss.